Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins Ultimate Edition. Hell yeah! So, wir sind bei den dunklen Brut zu Hause angekommen und... ja. Und wir statten der dunklen Brut einen Besuch ab und fragen, wie es denn so geht, während Gebäck, Kaffee und Kuchen. Kennt man ja. Du nervst, du scheiß Mistviech. Und, noch ein Schlag. Na komm, noch einer. So. Die können noch weiterkämpfen. Ich räume nochmal alles hier aus. Wird erledigt. Na, stopp. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine Falle. Ah, doch nicht. Okay. Gut. So, ist hier noch was? Nix. Sarkophag. Boah, unser Inventar ist bald voll. Alter. Wir haben über 50 Dinge eingesammelt. Heide Viskas. Egal, weiter. Eine Falle. Wow. Direkt vor uns. Oh, Inventor. Drück F5. Ja, nur 5. Ohne F. Paul hat's vollgebracht, hat 2 ausgenockt. Hätte ich hier einsetzen sollen, egal. Die hauen immer wieder ab, Alter, ich krieg das Kotzen. Ohne Falle? Kling, so. Da hinten geht's weiter. Und hier ist nichts mehr, okay. Aber ein Sarkophag. Sogar 2. Säuferfläschchen. Ein Geschenk. Säuferfläschchen. Säufertäschchen. Da. Totem. Für Steen, okay. Aber wo ist das Säuferfläschchen hin? Säuferfläschchen. Säuferfläschchen. Ach da. Na, Säurefläschchen. Ich bin doch ein Idiot. Oh Gott, ey. Säurefläschchen und Säuferfläschchen. Gut. Für einen Säufer, den man nicht mag, den gibt man statt ein Säuferfläschchen ein Säurefläschchen. Das ist verständlich. Da ist noch eine Leiche. Überliegen Leichen. Leichenpflaster mein Weg. Na wirklich, wir könnten glaube ich die ganze Autobahn von Deutschland nachstellen mit den ganzen Leichen, die wir hier haben, zum Pflastern. Boah. Noch mehr Gegner. So scheiß Penner. Klatsch den ich. So. Oh Mann, lass mich einsetzen. Danke. Pam ins Gesicht. Wir haben Spaß da hinten. Na, oh, mach die Spinne kaputt. Mach sie weg. Aua, mach weg. Weg da. So. Oh, Zermaler. Was macht das? Ich glaube, ich werde das dann am Ende dieses Let's Plays, werde ich dann irgendwie alle Erfolg, ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Scheiße. Errungenschaften. Werde ich dann alle Errungenschaften zeigen, die wir dann während des Let's Plays. Wie ich wusste, dass hier eine Falle ist. Ja, werde ich dann mal zeigen. Ich glaube, es wird aber erst in der letzten Folge sein. Wir haben schon in dieser Folge haben wir schon 3 Errungenschaften, glaube ich, waren es. Wow, Respekt. Nur in der letzten. Was? Nee.
Ich vergesse ja schon den, ich vergesse ja schon den Abstand zwischen den Folgen. Wann welche Folge war? Oh, schick. Ich habe keinen Bock eigentlich, auf die Sachen einzusammeln, aber ich mach's auch nicht. Wow. Was ist da? Gegner. Okay. Sarkophag, 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 Sarkophag. Bevor ich da jetzt weitergehe. Ich wollte dahin auch nicht. Ich speichere erstmal, bevor ich jetzt den falschen Weg gehe. Scheiße. Ich laufe jetzt einfach mal da entlang. Nichts. Wohin führt der Weg? Ach du Scheiße. Ich glaube, dahin gehe ich noch nicht. Ich glaube, dahin muss ich wirklich hin. Deswegen nein. Ich gehe zu den anderen. Zu den Sarkophagen. Fagen? Fagen? Das sollte kein Problem sein. Du fagen mich voll ab. Natürlich. Na, Inventar voll, scheiße. Ich kann jetzt auch ein paar Waffen hier wegschmeißen, wie ein Level-Dinger-Dolch. So ein Dolch. Dolch der dunklen Brut braucht keiner. Alle zerstören. Ich will alle zerstören, Alter. Na. Ich kann alle nur einzeln zerstören, was für ein Scheiß. Solche Kurzbogen, die keiner braucht, weißt du? Auch weg mit dem Scheiß. Weg. Weg. So. Ein Item erhalten, super. Welches interessiert keinen, aber einen habe ich erhalten. Ach du Scheiße. Genlock Schmiedmeister. Sabalot. Alistair, 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 ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Was machst du gerade? Du kämpfst gegen den Genlock. Ist lieb, aber mach mal das bitte. So. Boah, der hat mich weggehauen. Aua. Ich brauche einen Heiltrank, schnell. Hahaha, heil dich, heil dich. Oh Gott. Ach du Scheiße. Verfehlt, was? Wir haben Spaß da hinten. Der Alpha Genlock, der ist schon mal tot. Ja, er ist tot. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott, ich verliere immer so viel Leben. Und das wird nicht ich sein. Ich klatsch mal den so lang weg. Oh Mann, ich hab immer so wenig Leben. Ist er tot? Der ist wirklich tot. Hey. Oh, sein Hammer haben wir bekommen. Ich hätte aber gern wieder ein Langschwert. Ich bin Freund von Langschwertern, kein Hämmern. Obwohl ich so HA-Doppel-MER-Hammer-Yeah bin. Aber hoch. Level up. Sie sammelt das an, ich bin Level up. Yay. Schon unterwegs. Gleichberechtigung. So. Gibt's denn hier noch was? Genlock, Genlock. Nee. Da hinten liegt noch einer. Von wo kommen wir? Ach, da geht's nicht weiter. Okay, gut. Ich wollte die Waffen gucken, stimmt. Nicht da. Langweilig. Was ist denn das für ein Scheiß? Muss ich mal anständige Rüstung kriegen wir. Immer solche scheiß Schilder, die keiner braucht. Was ist denn das? Verteidigung 1,5. Was bringt denn mir das? Da habe ich schon Schwerter, die geben mir bessere Rüstung. Mann, Mann, Mann.
Was für ein Dreck. Boah. Ganz ehrlich, so ein Werwolfsfell. Weg mit dem Scheiß. Huch, ich bin ja Level up, stimmt ja. Skill, glaube ich, noch auf Geschicklichkeit. Ich finde Geschicklichkeit irgendwie doof. Es wurde gesagt, ja, Chance, Gegnern Treffern auszuweichen. Ja, okay, dann mache ich das. So. Obwohl ich es doof finde, mache ich es trotzdem. Ich nehme mal das da jetzt. Ist mir scheißegal. Oh, der ist ja wirklich Level up. Jetzt kann ich ihm endlich die Handschuhe geben. Oh Gott. Endlich ist es soweit. Ich kann Alistair endlich die Handschuhe seines Königs geben. So. Huch. Die sind scheiße. Na, die sind nicht so scheiße. Das macht 3, das macht 2. Hat dafür 4 Rüstung, was macht das? Angriff mehr, okay, ich nehme dann die. Alistair. Da. Der hat jetzt ein Schwert, ich glaube von der König Kaelin Familie. Er hat Kaelins Helm, Kaelins Handschuhe, Kaelins Brustpanzer, Kaelins Schuhe und Bollwerk des wahren Königs. Ein Schild des Königs, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Kaelins Schild ist oder haben wir den verkauft. Einfach ein Schild vom König verkaufen, weil er tot ist. Schon irgendwie herzlos, aber egal. Ging's da weiter? Ne, da ging's weiter, ne? Stimmt. Okay. Ich speichere nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert gleich was. Und wir müssen da nach hinten und da hinten befindet sich bestimmt. Ach was? Da liegen die alle sofort. Stoppt Alistair. Ich mag Alistair Skill. Wo ist 9 da? Bam! Ach, ich mag das. Boah, wie die alle auf Alistair einschlagen. Alter. Alter. Oh Gott. Schwacher Wundumschlag. Das sollte kein Problem sein. Wie ihr so, das waren alle Leichen. Passt. Da hinten ist Schutt. Ich sehe es. Da hinten ist Schutt. Schutt und Asche. Speichern. Wir werden einfach so S-förmig, die ganze Zeit so schlankförmig durch die Map geleitet. Huch, hab ich nicht drauf geklickt? Jetzt, so. Da muss der ja erstmal hinlaufen, oh mein Gott. Ach du Scheiße, was ist das? Was zur... Was happened hier? Oh oh. Ich muss den da vorne klatschen, so schnell wie möglich. Wer ist jetzt Level up? Toll. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hau dich weg. Dass ich so einen Gesandten sogar einfach mal wegschucken kann mit meinem Haki-Teil. Beste. Und tot. Bis ich einmal aushole, hat sie schon den anderen wieder angegriffen. Yeah. Alistair geht ab. Ich muss sagen, aber das Schwert sieht cool aus. Oh, Grün hat ja alles allein erledigt. Oder fast allein. Alistair war bestimmt dabei. Ein Sarkophag. Na komm,
Mach auf. Mach auf jetzt. Oh, Armor of the Legion. Okay. Wo guck ich mir an? Da guck ich mir mal an, du. Da ist es mit Drachenknochen. Wow. Okay. Okay. Meine Rüstung ist immer noch besser. Weil meine macht, hat erstmal 18 Rüstung und 6 Verteidigung plus. Die hat aber ein 20 Rüstung. Boah. Die Rüstung ist gut. Alter Finne. Endlich mal eine gute Rüstung hier. Schick, schick. Das sollte kein Problem sein. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Wer sagt das? Gut, fangen wir an. Wer hat das jetzt gesagt? Wie ihr wünscht. War das die Frau von... Von... Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Ach du Scheiße. Ersten Tag gefangen nehmen, zweiten Tag schlagen. Kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Alter Finne. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Das ist auch irgendwie voll krank, so Psycho. Den Mund Sorry. Gespuckt. Bitte? Alter. Widerlich. Hast du vor, da hinten weiter Cha-Cha-Cha zu tanzen oder was machst du da? Tanz einfach auf dem Bett, Cha-Cha-Cha. Vorsicht vor diesem Bestien. Dimitria. Ich möchte kämpfen. Lass nicht durch. So, ich klatsch dich jetzt weg, hast du verdient. Aua. Mann. Mama, Aua. Geh weg. Mach kaputt, was dich nicht kaputt macht. So oder so ähnlich. Ha, Mädchen. Nein, trink. Oh, Scheiße. Ihr Bastard, der hat Liliana gekillt. Ihr werdet sterben. Ich glaube, ich war ein bisschen... Alter, was geht denn hier ab? Alter, was ist das? Ich habe deine fahren lassen, das war's. Alter. Noch was, da ist noch zerbrochen Stein. So. Ihr könnt mich um alles bitten. Soldat. Mhm. Ja. Mhm. Oh, großer Schwert, dunkle Brot. Der dunkle Brot. Ich möchte meinen Charakter wieder haben. Langweilig. Na, ich möchte damit laufen. Speichern. Das könnte wirklich sein, dass es die Frau von Ogryn ist. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Ach du Scheiße. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Ach du Scheiße. Natürlich. Fleischsack. Du Fleischsack, ey. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Alter, die Synchronsprecherin, super, Daumen hoch. Alter. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Am dritten Tag nagen sie weiter an den Männern. Am vierten Tag warten wir und fürchten unser Schicksal. Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Am neunten Tag grinste sie und fragte. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Am ersten Tag kommen sie und nehmen...
Alles okay? Was ist das? Ein Mensch? Langweilig und unwahrscheinlich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Sie genau untersuchen. Sie scheinen hohes Fieber zu haben. Ihre Haut ist bleich und voller dunkler Flecken. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Oh Gott, ey. Sowas will man irgendwie in Sicherheit bringen und verarzten und so fort. Ist wirklich... Ist das Verderbtheit durch die dunkle Brut? Es sieht so aus. Anders. Es sieht so anders aus. Was ist das für ein Gesang? Ich kann helfen dem, was von euch übrig ist. Nein, könnt ihr nicht. Es ist nichts übrig. Das sind der Körper und die Hoffnung. Und beide verwandeln sich. Sie kommen. Sie kotzen. Sie schänden und sie singen. Sie schreien. Ah, wie sie schreien. Dann kommt die Veränderung. Ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laryn zuerst nahmen. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen. Bei der Veränderung zusehen. Wie erträgt man das? Wie ertrug Branka das? Gehört er zu Brankas Haus? Nee, das interessiert mich nicht so. Welche Veränderung? Was tun sie euch an? Was man sie tun lässt. Was sie für ihre Aufgabe halten. Und Branka, ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Was hat sie getan? Woher wissen wir eigentlich, wie sie heißt? Was hat Branka getan? Ich werde nicht von ihr reden, von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laryn, nicht zu Branka. Bleib stehen, Mädchen. Wohin rennst du? Ich höre einen Dämon. Einen sehr großen Dämon. Die war nochmal sehr groß, sehr, sehr groß, möchte ich meinen. Ja, Ogre der dunklen Brut. Ja, war schon klar. Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amboss. Ach, das war eine Attacke! Hallo Verein, hallo Verein! Alter! Na komm, gutes Mädchen! Wird erledigt. Einfach einen Schlag ins Rückenmarken, der kippt um. Da entlang können davon. Achso, das haben wir gesehen. Stimmt. Wir standen da, habe ich gesagt, ah, da liegt Schutt, ich sehe es ja. Hier. Und da liegen die Kreischer. Ich erinnere mich. Wir sind schon wieder bei 24 Minuten, Kinders. Ich sollte die Folge auch beenden. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und dann wissen wir auch, was hinter dieser Tür ist. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.